Ho, 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 ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute kam der Alverde Naturkosmetik-Adventskalender bei mir an, der so groß ist, dass er fast nicht ins Bild passt. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir zusammen zu erfahren, was sich hier drin verbirgt, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken. Lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Adventskalender kostet 19,95 und ja, man kann ihn bei DM kaufen. Aktuell ist es noch so, dass man die ganzen Adventskalender nur online bekommt, aber die werden sehr, sehr bald auch schon in die Läden einziehen. Genau, und jetzt bin ich einfach sehr gespannt, was sich hier drin verbirgt. Ne? 19,95 ist mal eine Ansage, finde ich, für fast nur Pflege. Aber ich habe Bock drauf, den aufzumachen. Ne? Und jetzt gucken wir einfach mal zusammen rein. Und wir starten hier mal mit dem Kläppchen Nummer 1. Übrigens schönes Design. Das mag ich. Das ist jetzt so eins der ersten richtig weihnachtlichen Designs, die wir haben. Genau. Wie kriegt man das denn auf hier? Das muss ich noch lernen. Das weiß ich nicht. Okay. Ja. So öffnet man das Kläppchen und da steht schon das erste Produkt drin. Lässt sich schön entnehmen. Hinten draußen übrigens die ganzen Geschichten nochmal abgebildet. Genau, das kann man theoretisch abmachen, wenn man den Kalender verschenkt, ne? Dann ist es ganz blanko. Ja, Pflegedusche Bio-Kurkuma. Oh mein Gott, ist hier die Duftrichtung. Das ist ja mal interessant. 50 Milliliter sind hier enthalten. Es wird übrigens auch in diesem Video eine Verlosung geben. Also seid schon mal darauf gespannt. Ich schnupper trotzdem mal dran. Es riecht echt interessant. Also es riecht wirklich nach Essen, ne? Also das ist nicht mein Duft, muss ich ehrlich sagen. Das ist mir zu sehr essensmäßig. Das kriege ich nicht auf die Haut. Also da komme ich nie drauf klar. Ich denke, das wird in die Verlosung wandern. Ei, ei, ei. Ich guck mal, wenn man das hier hinten abmachen würde, ob man dann so einen Aufsteller zum Vorschein bekommt oder so. Du hast hier oben zwar so Löcher, wo man es dann in die Wand machen könnte, aber ich meine, man macht jetzt ja nicht extra für einen Adventskalender Löcher in die Wand, weil jeder Adventskalender ist dann ja auch unterschiedlich groß, ne? Naja, wir gucken uns jetzt mal Kläppchen Nummer 2 an, das ist hier oben. Guck mal, jetzt steht hier auch mal was drin. Ach so, da steht nur das Produkt nochmal beschrieben drin. Okay. Für Gesicht, Körper und Haare ist dieses 3-in-1 Beautyöl mit Bio-Arganöl. Arganöl ist für die Haare echt klasse. Und da ist so eine kleine Größe auch gar nicht verkehrt, um es mal auszuprobieren, ob der Körper das überhaupt verträgt. Ne? Wir haben da 20 Milliliter drin enthalten. Ja, erfahrungsgemäß riecht Arganöl noch nicht unbedingt viel, aber finde ich cool. Und für die Haarlänge und die Haarspitzen, das ist echt eine tolle Geschichte. Da mache ich mir jeden Sonntag das im Prinzip so in die Haarlänge und in die Haarspitzen abends rein, nachdem ich geduscht habe und lasse es dann wirklich über Nacht drin. Meistens sehen dann meine Haare montags aus wie Sau, aber gepflegt dann, ne? Vor allem, wenn man das dann dienstags rauswäscht, dann oh, traumhaft. Ne, montags abends rauswäscht, genau, dann hat man die Haare dienstags traumhaft. Den 3. Dezember haben wir hier. Das ist ein relativ großes Kläppchen. Ja, moin, das war mein Handy. Und hier haben wir ein Badesalz drin mit Meersalz. Das ist schön. Ich persönlich habe ja keine Badewanne. Wir haben hier enthalten 60 Gramm. Das ist mal eine ordentliche Mischung. Das ist mit dem Duft von Vanille und Orange. Die Formulierung aus Meersalz mit Jojobaöl schenkt dir ein angenehmes und entspannendes Badeerlebnis. Du könntest es theoretisch auch als Fußbad verwenden, aber da habe ich noch genug Produkte da. Das heißt, das hier werde ich jetzt auch mit in die Verlosung geben. Ist aber eine schöne Geschichte. Ich finde es auch vom Design her. Also da hat sich Alverde echt was Schönes überlegt, da auch tatsächlich nun spezifisch zum Adventskalender ein Design drauf zu packen. Unser Pflegehund wird heute über Nacht bleiben, die liebe Lilly. Denn meine Tante hat gerade geschrieben, hey, können wir Lilly morgen früh abholen? Klar, es ist ja auch schon 20 nach 10. So, dann gucken wir uns mal die Nummer 4 an. Die ist hier und die ist auch wieder ganz groß. Oh ja, jetzt kommt eine Bodylotion. Hier werden wir echt von Kopf bis Fuß gepflegt. Das finde ich schön und das habe ich auch tatsächlich erwartet. Diese Bodylotion enthält Bio-Ingwer. Schöne Geschichte. 50 Milliliter haben wir in diesen Tübchen übrigens dann immer enthalten. Hier ist was hochgespritzt. Dann gebe ich mir mal auf den Arm. Okay, das riecht sehr zitronig fast schon, ne? Also ja, nach Ingwer, aber eher zitronig. Ja, für trockene Haut, mit angenehmem Duft, naja.
bin jetzt kein Fan von Zitrone, aber es hat was von zitrischem Ingwer, um das mal so zu sagen. Ja, das geht. Die Nummer 5 ist der Tag vor Nikolaus. Oh, und hier haben wir einen Reinigungsbalsam mit Aloe Vera drin. Da bin ich ja mal gespannt. Mit Mandelöl, mit Bio-Mandelöl und Bio-Aloe Vera. 20 ml sind hier enthalten. Die besonders sanfte, tensidfreie Reinigungsformel entfernt wasserfestes Make-up, Schmutzpartikel und überschüssigen Talg, ohne die Haut auszutrocknen. Die reichhaltige Formulierung mit Bio-Mandelöl und Bio-Aloe Vera beruhigt trockene Haut und spendet intensiv Feuchtigkeit. Das ist nett und das ist ein veganes Produkt und das kommt mit in die Verlosung. Ja, ich glaube, das macht auf jeden Fall Sinn. Somit habt ihr schon mal 3 Produkte in der Verlosung. Und jetzt gehen wir zu Nikolaus. Da bin ich auch immer sehr gespannt, weil Nikolaus ist für mich persönlich auch eine wichtige Zeit. Und hier oben haben wir Nikolaus versteckt. Hä? Nein, wie geil. Das, meine Lieben, ist ein Beutel für Gemüse. Wenn ihr einkaufen geht, nehmt ihr einfach euer Beutelchen mit und könnt dann da entsprechend das Gemüse reinpacken. Das finde ich ja schön. Ich packe den mal aus. Da müsst ihr nämlich nicht diese Einwegdinger mitnehmen. Das ist sehr, sehr praktisch, ne? Wir persönlich gehen ja ungefähr nie einkaufen, weil wir HelloFresh-Kunden sind und die Box geliefert bekommen. Und wir bekommen eigentlich alles, was wir brauchen, nach Hause geliefert, ne? Wir haben auch einen Soda-Stream, das heißt, wir müssen nicht mal Getränke kaufen gehen. Das Einzige, was wir kaufen, ist tatsächlich Süßigkeiten. Das ist immer ein sehr erwachsener Einkauf, wenn wir einkaufen gehen. Ja, aber an und für sich ist es eine ganz tolle Geschichte. Und ich denke, dass ich den tatsächlich demnächst in einen Adventskalender für eine meiner Familienmitglieder packen werde. Da werden die sich tierisch drüber freuen. Das ist cool. Hier an der Seite haben wir die Nummer 7. Huch, jetzt habe ich den kaputt gerissen, ne? Toll. Eine 24-Stunden Feuchtigkeitscreme. Mit Bio-Kokosöl. Ja, Kokosöl und ich, wir sind nicht die besten Freunde. Die verwöhnende Rezeptur versorgt die Haut 24 Stunden mit Feuchtigkeit und schützt sie vor dem Austrocknen. Ich persönlich vertrage Kokosöl aber leider nicht. Also den Duft von Kokosöl mag ich tatsächlich, das ist vollkommen in Ordnung. Aber ich vertrage es nicht auf meine Haut, weil das bei mir einfach Pickel verursacht. Das heißt, dieses Produkt werde ich auch mit in die Verlosung geben. Ich würde es an eurer Stelle auch tatsächlich vorsichtig testen, ob das funktioniert bei euch. Ja, und dann erst dann Full Face aufgeben, wenn es wirklich keine Pickel oder sonst irgendwas verursacht. Die Nummer 8 haben wir hier. Ein umgedrehtes Produkt. Es schämt sich. Eine Cremedusche mit Passionsblume. Schön, Bio-Passionsblume. Entschuldigung. Da haben wir auch wieder 50 ml enthalten. Und da werden wir jetzt mal dran riechen. Wir hatten jetzt ja schon eine Pflegedusche drin, in der 1, die ich euch ja in die Verlosung gepackt habe. Und jetzt riechen wir mal an der Bio-Passionsblume. Ja, die riecht einfach blumig. Das mag ich gerne leiden. Das wird verwendet. Die Nummer 9 haben wir hier. Oh, eine Intensiv-Handcreme. Natürlich muss auch eine Handcreme mit hier drin sein. Da kommen wir nicht drum rum. Handcreme in Adventskalendern ist genauso wie Nagelfeilen in Adventskalendern. Ich gehe auch davon aus, dass wir hier irgendwo eine Nagelfeile finden werden. Bestimmt, oder? Schreibt mir jetzt mal gerne in die Kommentare, ob ihr denkt, dass wir in diesem Adventskalender eine Nagelfeile drin haben oder nicht. Genau, das ist eine Intensiv-Handcreme oder intensive Handcreme mit Bio-Karité-Butter. Und die soll dann entsprechend die Haut nochmal intensiver mit Feuchtigkeit versorgen, weil dieses Karité-Butter ist halt auch nochmal so ein bisschen feuchtigkeitsspendender. Die wird aber, die ist offen. Okay, krass. Ich rieche tatsächlich nur die Bodylotion mit ihrem Ingwerduft hier. Ich rieche das gar nicht. Nö, die riecht nach nichts. Okay. Aber die werde ich beiseite tun für Familie und Freunde Adventskalender. Ich glaube, das ist auch mal eine ganz gute Geschichte. Dann gehen wir mal weiter zu der Nummer 10. Die befindet sich hier. Oh, eine Augencreme mit Hyaluron. Das finde ich cool. Ich muss wirklich sagen, dass man Augencremes in diesen Adventskalendern eigentlich eher weniger so erwartet, oder? Also, ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, was für Augencremes
im Sortiment von Alverde wären. Muss ich wirklich passen. Und das ist eine echt große Größe mit 20 Millilitern. Also für eine Augencreme ist das wirklich viel. Da kommt man lange mit hin. Dementsprechend ist es echt cool. Das finde ich sehr interessant und ich glaube, ich werde die tatsächlich mal austesten wollen. Doch, das macht Sinn. Finde ich cool. Weil mich das gerade so flasht, dass die das überhaupt im Sortiment haben und ich es einfach nie gesehen habe, ne? Das ist schon heftig. Okay, das war die 10. Jetzt gehen wir weiter zu der ersten Schnapszahl, die Nummer 11. Die haben wir hier oben. Ein Gesichtspflegeöl. Das ist dann wahrscheinlich wie so ein Gesichtsserum, ne? Denke ich jetzt mal. Mit Bio-Mandelöl haben wir das. 20 Milliliter ist auch eine richtig große Größe für ein Gesichtsöl tatsächlich, weil du normalerweise so 15 oder 30 Milliliter in Gesichtsölen drin hast. Wenn es hochkommt, auch mal 50 Milliliter, aber 20 ist eine gute Größe, wirklich. Also das ist fast eine Full-Size-Größe, würde ich jetzt auch schon dazu sagen. Das finde ich echt cool. Die Halbzeit erwartet uns bei der Nummer 12. Halbzeit ist für mich auch immer ganz interessant, aber das sehen nicht alle so. Okay, wir haben ein Reinigungspad. Das finde ich cool. Das entspricht auch der aktuellen Zeit, ne? Weil wir hier ja wirklich so auf dieses Nachhaltige achten und so. Das kommt immer mehr und die ganzen Wattepads verschwinden Gott sei Dank immer mehr. Manchmal braucht man sie halt noch, um seine Nagellackgeschichten zu entfernen. Für die Finger gibt es ja diese Pöttchen. Für die Füße muss ich tatsächlich immer noch auf die Wattepads zurückgreifen. Aber so selten, wie ich meine Füße neu lackiere, ist es noch überschaubar. Und hier haben wir ein einziges Abschminkpad drin und das werde ich tatsächlich für meine Stiefschwiegermama in Spee in den Adventskalender packen, weil sie mich letztens explizit gefragt hat, ob ich noch wiederverwendbare Abschminkpads für sie hätte. Das kommt safe in ihren Adventskalender. Eine gute Halbzeit, würde ich sagen, ne? Doch, das würde mir auf jeden Fall gefallen, wenn ich den Adventskalender dann so öffnen würde. Die Nummer 13 haben wir hier. Okay, wir haben unsere zweite Bodylotion. Das ist ja interessant. Eine habe ich ja schon für mich behalten und das hier ist mit Bio-Macadamia-Nussöl. Oh Leute, wenn ihr wüsstet, wie sehr ich auf Macadamia-Nüsse stehe, die sind ja so furchtbar teuer, aber ich esse die so gerne und die haben so viele Kalorien und das ist so böse, aber ich esse die so gerne. Ja, ich versuche jetzt mal vorsichtig den Duft zu entnehmen, ohne dass mir das Ding um die Ohren fliegt. Oh, dieses Ingwer-Gedöns, ich rieche es einfach nur noch. Oh, aber ich rieche diesen Hauch von Macadamia-Nuss und es riecht so gut. Die bleibt. Die 14 haben wir hier. Oh, ein zart schäumendes Waschgel mit Bio-Aloe Vera. Das ist auch nett. Das ist ähnlich dann ja wie dieser Reinigungsbalsam, der ja schon bei euch in der Verlosung drin ist. Und ja, das ist jetzt ein Waschgel, das vegan ist. Das ist gut. Das kann man gebrauchen. Aloe Vera ist auch eine gute Kiste. Was ist denn in der Tube drin? 20 Milliliter. Also wir haben hier, ne, das sind gar nicht so kleine Größen. Ich meine, klar, bei einer Bodylotion und so, das ist dann halt, wenn man das runterrechnet, schon relationstechnisch schwierig. Aber wenn man dann zum Beispiel an das Gesichtsöl oder sowas denkt, krass. So, die Nummer 15 habe ich hier. Ein Augen-Make-up-Entferner. Auch das eine ganz super gute Kiste. Der ist jetzt mit Bio-Aloe Vera. 20 Milliliter sind in diesen kleinen Tübchen enthalten. Und den würde ich euch gerne in die Verlosung geben. Ne? Das ist nicht verkehrt. Und mit Bio-Aloe Vera machst du auch nichts falsch. Vor allem, also Aloe Vera allgemein, sehr sanft zur Haut, vor allem untere Augenpartie schon und so. Das ist cool. Die Nummer 17 haben wir direkt nebenan. Oh, ein Duschsalzpeeling. Geil. Ja, wobei, das ist... Ah, das ist so ein trockenes. Das finde ich schwierig, aber muss ich mal gucken. Mit Bio-Jojoba-Öl ist das hier. Oh, lecker. Mit Magnolienblütenextrakt. Mm, das finde ich cool. Die Nummer 18. Huch. Eine Fußcreme. Ja, wir werden echt von Kopf bis Fuß gepflegt. Die werde ich auf jeden Fall behalten. Die ist mit Bio-Pfefferminzextrakt. Ich raste aus. Großartig. 20 Milliliter auch hier wieder enthalten. Und das finde ich toll. Ich finde Fußcremes einfach so wichtig. Und wenn ich keine Fußcremes mehr habe, verwende ich immer meine Handcremes als Fußcremes. Hat eine relativ feste Konsistenz. Aha.
Die riecht intensiv nach Pfefferminze. Ich find's cool. Doch für die Füße finde ich das richtig, richtig gut. Das gefällt mir, weil das halt nicht dieser klassische Fußduft ist, sondern einfach, als hättest du deine Füße in Pfefferminztee gepackt. Großartig. Ich habe die Nummer 16 vergessen. Wir öffnen sie schnell. Wir tun so, als wäre nie was gewesen. Eine Gesichtsmaske. Yay! Ernsthaft, ich finde es großartig. Eine reinigende Gesichtsmaske mit Bio-Aloe Vera. Ich liebe Gesichtsmasken. Die sind so, so wichtig. Oh Mann, ey. Mit Bio-Aloe Vera und weißem Teeextrakt. Richtig schön. Befreit die Haut sanft von Verschmutzung und bewahrt den Feuchtigkeitshaushalt der Haut. Wir haben 20 Milliliter hier drin. Da kommst du locker viermal mit hin. Also, dass du, keine Ahnung, vier Masken dir damit machen kannst. Ein- bis zweimal wöchentlich machst du dir das drauf. Und das ist so eine Abwaschmaske. Ne? Richtig cool. Und das finde ich toll. Das finde ich echt toll. Der Adventskalender erfreut mein Herz. Also bislang muss ich wirklich sagen, sehr gut zufrieden. Und wir verlassen jetzt bald fast schon den 1er-Bereich. Also wir sind jetzt schon bei der Nummer 19. Und ich muss sagen, er gefällt mir. Und selbst die Nicht-Tuben-Artikel, also die Sachen, die halt quasi das Abschminkpad und die Gemüsetasche, finde ich richtig gut. Wir haben keine Nagelfeile bislang drin. Das ist klasse. Wir haben eine intensive Handcreme mit Bio-Granatapfel. Das ist diese hier. Kann man auf jeden Fall machen. Finde ich auch gut. Passt auch auf jeden Fall zur Zeit, ne? Wenn du dann im Dezember deine kalten, rissigen Hände hast, die einfach nach vor Trockenheit, nach Creme schreien. Ich packe dir das auch mal mit in die Verlosung mit rein. Auf in den 20er-Bereich. So viel Auswahl haben wir ja gar nicht mehr. Hier ist die Nummer 20. Oh, wir haben wieder eine Duschcreme drin. Mit Bio-Kokosöl. Ja, nee, eine Creme-Dusche, so rum. Und das ist halt wirklich vor allem für feuchtigkeitsarme Haut. Das finde ich auch echt cool. Das gefällt mir. Also diese, ne, das ist zwar die dritte Dusche, die jetzt schon damit drin ist, aber es gefällt mir trotzdem. Kokosöl, wie gesagt, eine schwierige Sache. Aber auf dem Körper kann ich sowas wo haben. Oh, die riecht aber angenehm. Also die hat auch ein bisschen was von Kokos, muss ich sagen. Auch wenn ich Kokos nicht so gerne mag, aber so einen Kokos mag ich. Nummer 21. Ein Bodyfluid. Nein, ein straffendes Bodyfluid. Also diesen Adventskalender sollte man vielleicht nicht unbedingt einer 12-Jährigen schenken. Weil jedoch das ein oder andere mit Straffung und keine Ahnung mit dabei ist, wo man das nicht so unbedingt als Jugendliche dann haben möchte. Genau, mit Bio-Zitrusöl. Das ist ja überhaupt nicht mein Duft. Genau, bin ich ehrlich. Deswegen, ich denke, ich guck mal. Ja, ich packe euch das auch mit in die Verlosung, weil ihr habt auch noch kein Körper-Eincreme-Gedöns. Die Nummer 22, wir sind bei der zweiten Schnapszahl. Die versteckt sich hier hinter. Eine Softcreme mit Bio-Aloe Vera auf Gesicht und Körper. Also das kannst du im Prinzip überall einfach mal anwenden. Ist auch ganz nett. Ja. Ich finde es vor allem schön, dass wir dieses weihnachtliche Design auch von den Produkten haben. Ne? Das ist schon sehr liebevoll gestaltet. So, die Nummer 23. Ja, das musste jetzt tatsächlich sein. Ich glaube, das haben die noch ganz schnell mit reingepackt, denn hier haben wir ein Handhygienespray. Oder die hatten einfach Glück. Denn ne, aufgrund der aktuellen Zeit und so ist das doch in aller Handtasche drin. Hm. Mit Bio-Orangenöl ist das. Das ist auch eine ganz praktische Geschichte, weil ne, können wir jetzt aktuell wirklich alle sehr gut gebrauchen. Mit 50 Millilitern, wie gesagt, also ne, nicht das jetzt, also bitte nicht. Bitte nicht in der 24 eine Gesichtsmaske in dem Sinne. Das fände ich jetzt ein bisschen makaber, um ehrlich zu sein. Ich bin wirklich gespannt, was sich da drin jetzt verbirgt, ne? Frohe Weihnachten wünscht das Alverde-Team. Das ist hier sehr fest reingeklebt. In allen vier Ecken soll Kleber drin stecken. Und das ist eine Rollkerze. Bienenwachsplatte 20 Sekunden in den Handflächen erwärmen. Dort auf der unteren Kante der Wachsplatte, auf die untere Kante der Wachsplatte legen. An einer Seite ein Stück überstehen lassen und vorsichtig einrollen, aufstellen und anzünden. Das finde ich irgendwie süß. Irgendwie finde ich das süß, muss ich gestehen.
ne, werde ich für Freunde und Familie in einen Adventskalender packen, denn ich bin kerzentechnisch sehr gut ausgestattet. Aber als Türchen Nummer 24 im Alverde Naturkosmetik Adventskalender finde ich das super passend. Leute, ich weiß nicht, was wir jetzt für ein Werthaus haben, aber ich finde schon, dass die 19,95 gut investiert sind, einfach weil man sich so ein bisschen durch das Alverde-Sortiment durchtesten kann, weil man hier wirklich von Kopf bis Fuß gepflegt wird. Das Einzige, was hier noch fehlt, ist Shampoo, aber ansonsten bist du doch vollkommen ausgestattet und das finde ich richtig geil. Also die hätten vielleicht eine Pflegedusche durch ein Shampoo und einen Bodycreme durch Spülung ersetzen können, dann vielleicht noch eine Haarmaske irgendwo mit reinbämseln und fertig ist die Laube. Da hätte man das noch ein bisschen abwechslungsreicher gehabt. Aber so finde ich das echt cool. Also doch, ne? Mir hat es gefallen und ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Denk an die Verlosung. Unten in der Infobox alle weiteren Infos und ja, wenn dir das Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Adventskalender-Unboxings von 2020. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne immer kostenlos abonnieren. Da würde ich mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.